Shalom und Salve, mein liebes, wunderbares Publikum. Ja, ich habe ein kleineres Päuschen eingelegt, weil es über Rainer gar nicht viel zu sagen gab. Und dann kam dieses und das hat wieder ein Thema in mir hochgebracht, welches ich schon länger auf dem Rücken hatte. Und ja, ich nehme das zum Anlass, meine Pause kurzfristig zu unterbrechen. Wir steigen mal mit einem kleinen Musikvideo-Zitat ein. Ja, du bist mein Mädchen. Du weißt, was jetzt kommt, ne? Ja, das kann man in sehr verschiedener Weise auslegen. Da ihr offenbar Spaß am Rätseln habt, wie ich einigen meiner Kommentare entnehmen konnte, machen wir daraus eben das Rätsel. Aus welchem Musikvideo stammt dieses Zitat? Und für die Freunde der Bilder, für die Freunde der Kultur und der Kunst sei ein wenig Eigenwerbung gestattet. Ich habe vor 2 Wochen einen neuen Kanal eingerichtet, der heißt Echt Antike, den werde ich euch in der Beschreibung auch verlinken. Es sei mir gestattet, in diese Videos habe ich wirklich sehr viel Arbeit investiert, ganz anders als das, was wir Reactor normalerweise so machen im reiner Kontext. Es würde mich freuen, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützen könntet. Jeden Freitag kommt eine neue Folge raus. 2 sind schon veröffentlicht. Die erste Folge beschäftigt sich mit Epochen und Epochenbezeichnungen ganz im Allgemeinen. Und die zweite behandelt das Thema Wagenrennen im Circus Maximus in Rom. Und die dritte, das wird dann das Thema Arminius sein oder auch anders bekannt als Hermann der Cherusker, aber nicht die Varusschlacht, sondern wir versuchen zu ergründen, wie war seine Biografie davor. Gut, das soll es aber jetzt auch gewesen sein. Wir starten mal von vorne nach hinten, hätte ich gesagt gehabt, mit Rainers frischestem Leak. Und auch das dreht mancher schon den Magen rum. Insofern muss ich euch da ein wenig warnen, wenn ihr dieses Thema nicht gut ertragen könnt, dann schaltet das Video an dieser Stelle ab und geht auf Echt Antik. Nein, also es ist wirklich ernst gemeint. Wir werden uns in diesem meinem Video heute mit einem sehr ernsten und auch schmerzvollen Thema beschäftigen, von dem ich aber glaube, dass es auf YouTube unbedingt eingestellt werden muss, vor allem im Kontext von Rainer. Einige Hater haben es schon gemacht und auch kommentiert. Und ich möchte nicht auf diesen Zug aufspringen, sondern ich möchte mit meinem Video einen Beitrag leisten, dass wir uns alle vor Augen führen, welche Facetten dieser Mensch hat, welche abgrundtief verachtenswürdigen Facetten dieser Mensch hat. Wir starten mal mit seinem frischesten, mit seinen frischesten Äußerungen. Was mich zum Beispiel mal interessiert hat, war die Frage, ob dir, pass auf, sagen wir mal, du hast 5 Kinder, ja, 3 Jungs, 2 Mädchen, ja. Aber da hast natürlich, du bist jetzt keiner, der Millionen verdient, das heißt, du hast nicht den Platz, dass du für jedes Kind 2 Zimmer machst oder 1 Zimmer machst. So, das heißt, ja, die Jungs schlafen in einem Zimmer, die Mädchen schlafen in einem Zimmer, die sind ja auch unterschiedlich alt. Wie machen die das, wenn die in ein bestimmtes Alter kommen, dass die sich selbst anfassen? Es ist eine Tatsache, ab einem bestimmten Alter fasst man sich automatisch selbst an. Vor allem als Junge und als Mädchen, wenn man merkt, es fühlt sich gut an, bla bla bla, fasst man sich selbst an. So, es ist immer die Frage, also was mich interessiert hat, der psychologische Hintergrund dahinter interessiert mich. Wenn die sich selber anfassen, ob die anderen, die Geschwister das mitbekommen oder ob die das einfach so offen machen oder ob die sich dann versuchen dazu, weil man fühlt sich ja irgendwo auch gehemmt. Und das hat mich auch interessiert.
Und auch wegen der Kommune habe ich mich über das Thema mal informiert mit, warte, das geht noch weiter, das hängt jetzt zusammen, was ich sage. Mich hat auch interessiert, wie das mit der sexuellen Scham und so weiter, ne? Wie kommt das mit Scham und wie kannst du mit Scham umgehen? Wo kommt Scham her? Wie entwickelt sich das Empfinden von Scham? Und das ist interessant, denn tatsächlich ist es so, das habe ich auch vor einiger Zeit in meinem Blog geschrieben, aber die Hater haben das natürlich wieder zerlegt. Das ist wieder für Kinder. Völliger Schwachsinn. Es ging dabei darum, ein Kind bis zu einem gewissen Alter hat kein Schamgefühl. Ich bin auch als Kind mit, keine Ahnung, 15, bin ich auch nackig rumgerannt. So, hat mich nicht gejuckt. Aber wenn du in ein bestimmtes Alter kommst, und das steht auch so in der Webseite, wo ich da gelesen habe, da geht es dann darum, wenn du dann in einem bestimmten Alter bist und halt merkst, andere schämen sich dafür und machen das nicht, dann machst du das automatisch auch nicht. Das liegt daran, dass der Mensch ein Tier ist, das das Nachahmungsverhalten hat. Das heißt, wenn du jetzt in einer Kommune als Beispiel, wenn du jetzt in meiner Kommune aufwachsen würdest, wo alle nackig sind, und du wärst als 10-jähriges Kind da und bist aber dein ganzes Leben lang in dieser Kommune gewesen, da rennen alle grundsätzlich Tag für Tag nackt rum, dann juckt dich das nicht. Dann machst du das auch automatisch weiter oder machst es auch automatisch mit, weil du natürlich standardmäßig darauf gelernt hast oder gesehen hast, dass es so ist. Landest du jetzt aber in einer Kommune, in der, oder landest du jetzt einfach in einer ganz normalen Gesellschaft, wo du merkst, das macht keiner, weil das keiner möchte und so weiter und so fort, dann wirst du automatisch anfangen, das auch nicht mehr zu machen. Und du wirst dich anfangen, Ja, dafür zu ja, ja. schämen, dass du nackt rumläufst. Pass auf, wenn du in einer Gesellschaft rumläufst, wo alle vögeln, wo alle nackt sind, wo das ganz normal ist, dann denkst du dir da Ja. nichts dabei. Wenn du in einer Gesellschaft lebst, in der alle zugeknöpft sind und nach Möglichkeit Sex wirklich nur dazu haben, um sich selbst zu reproduzieren, dann wirst du das auch machen. Es kommt immer darauf Ja. an, wie du aufwächst. Tiere machen das genauso. Ich habe mich da echt interessiert. Also wenn ich irgendwann nochmal wiedergeboren werden sollte mit meinem jetzigen Wissen, aber vielleicht ohne mein ADS und mit einem etwas intelligenteren Schädel, dann würde ich tatsächlich gerne Sexualkunde studieren. Ja, ich habe das entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten einfach mal durchlaufen lassen. Das war ja auch nicht so arg lang. Das war alles, was uns dieser League gebracht hat. Ich hätte gerne diesem League noch weiter gefolgt. Ich hätte auch gerne gehört, was und ob die anderen Teilnehmer dieses Gesprächs dazu gesagt haben. Sie haben ihn ja während dieses Sermons nicht unterbrochen, was ich schon ekelhaft genug finde. Lass mich ein paar Worte dazu sagen. Das Entlarvende an diesem League, finde ich, ist die Gleichstellung von Nacktheit und Sexualität. Er sagt es auch ganz ausdrücklich an einer Stelle, wenn die Kinder mitbekommen, dass Nacktheit und Vögeln ganz normal sind, dann empfinden die das auch als ganz normal. Nun, normale Menschen machen einen großen Unterschied zwischen Nacktheit und Sexualität. Ja. Ich lebe ja nun schon seit einigen Jahren im schönen Osten Deutschlands und die Freikörperkultur ist hier tatsächlich immer noch eine Kultur und das war für mich am Anfang ein wenig verstörend, wenn ich da an einem See vorbeiging und die Nackten auf ihrem Handtuch liegen sah. Ich wusste dann nie, ob ich da hingucken sollte, durfte oder nicht. Ne? In meiner Heimatregion wären wir wahrscheinlich mit einer Zwangsjacke abgeführt worden, hätten wir das gemacht. Aber ich
ich habe doch dann keine sexuellen Gedanken. Und die Menschen, die Freikörperkultur praktizieren, haben das in aller Regel auch nicht. Und selbstverständlich haben diese Menschen natürlich auch ihre Habitate, in denen sie sich ausleben können und dürfen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung so. Und sie versuchen ja gar nicht, diese Ideologie auf die gesamte Gesellschaft und auch auf das normale gesellschaftliche Leben zu übertragen. Worum es aber in allererster Linie geht, ist, dass Rainer mit Nacktheit immer etwas Sexuelles assoziiert. Er macht das ganz automatisch. Hören wir noch mal ganz kurz rein in diese Aussage, die ich meine. Pass auf, wenn du in einer Gesellschaft rumläufst, wo alle Vögeln, wo alle nackt sind, wo das ganz normal ist, dann denkst du dir dann nichts dabei. Na, wir haben es, glaube ich, verstanden. Wenn du in einer Gesellschaft lebst, in der alle Vögeln, wo alle nackt sind, ne? Das wird in einem Atemzug zusammengeführt. Hier wird also etwas zusammengebracht, was nicht zusammengebracht werden darf. Es gibt einfach einen riesen Unterschied zwischen der Nacktheit und dem Sex. Aber für Rainer existiert dieser Unterschied eben nicht. Das macht schon einen ziemlich gewichtigen Anteil aus dessen, was ihn zu einem sexuell stark gestörten Menschen macht. Aber worauf dieses Video im Besonderen hinaus will, ist die Beziehung Rainers zu Kindern. Und jetzt muss ich nochmal eine Warnung aussprechen. Ihr dürft es mir glauben, dieses Video macht mir keinen Spaß. Im Gegensatz zu anderen Videos, die ich über Rainer gemacht habe, dieses Video macht mir gar keinen Spaß. Aber ich glaube, dass es richtig ist, dieses Video zu machen, um, na sagen wir mal, zumindest ein Bewusstsein, eine Sensibilität entstehen zu lassen oder zumindest dazu beizutragen, dass dieser Mensch gefährlich ist. Ich bin nicht in der Situation, diese von ihm meiner Meinung nach ausgehende Gefahr einzudämmen. Ich bin nicht in der Lage zu sehen, inwieweit ist das juristisch relevant und inwieweit kann die Exekutive hier tätig werden. Aber ich bin in der Lage, dadurch, dass ich diesen YouTube-Kanal habe, zu sagen, passt auf, wen immer es angeht oder angehen könnte, passt auf. Ist aber 15, ey. Zu jung, viel zu jung, leider. Andererseits, wie heißt der gute Spruch? Gibt nicht zu jung, es gibt nur zu eng. Ja, keine Sorge, dieser Ausspruch wird nicht der Aufhänger dieses Videos sein. Es ist sozusagen nur die Einleitung. Rainer hat ja diesen Ausspruch auch mehrfach kommentiert und hat ihn in seiner gewohnten Art natürlich nicht zurückgenommen. Er hat sich nicht dafür entschuldigt. Er hat gesagt, ja, das war nicht so ganz gut, was ich da gesagt habe. Aber es war ja so ein Stammtisch
Gerede. Ne? In Stammtischen ist das ja ganz normal. Nun, ich bin auch auf dem Dorf groß geworden. Ich kenne Stammtische. Ne? Ich musste oder durfte meinem Vater sonntags, mittags immer von der Kneipe abholen, nach Hause bringen, weil Mutter hatte das Essen fertig. Ne? Ich habe das immer sehr gerne gemacht, weil ich kriegte dann eine Limo und ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, so ein Tütchen Pitches, also diese Erdnussdinger. War immer sehr schön. Ich habe bei diesen Stammtischen nie etwas derartiges gehört und als ich dann später selbst ins sauffähige Alter kam, ich habe so etwas niemals auch nicht annähernd von Freunden in meiner, wie man damals sagte, Clique gehört. Ja, und wir waren im Dorf durchaus nicht als die intellektuelle Moralität bekannt, wenn ich das mal so formulieren darf. Ja. Also Derbheiten ja, aber es gibt einfach Derbheiten, die sind nicht mehr derbe, die sind einfach schlimm. Sie sind im allerbesten Falle gedankenlos und im weniger allerbesten Falle haben sie einen Hintergrund. Und ich bin überzeugt, dass das bei Rainer so ist. Dieser Ausspruch hat einen Hintergrund. Wir kommen gleich natürlich auch auf dieses Vorkommnis zu sprechen, welches im Januar stattgefunden hat und zu dem sich eine Reihe von Kommentatoren geäußert haben. Ich hatte es damals schon so ein bisschen unter meinen Fingernägeln brennen, dass ich dachte, da müsstest du auch selber was machen, weil mich vor allen Dingen eine Sache gestört hat, die praktisch von allen Kommentatoren so weiter transportiert wurde, nämlich dieser Begriff Unschuldsvermutung. Unschuldsvermutung ist von den meisten dieser Kommentatoren viel, viel zu streng ausgelegt worden. Ich will euch kurz erklären, warum ich diese Meinung habe. Wenn ich sagen würde, Rainer hat dieses Mädchen sexuell missbraucht, dann verstoße ich gegen das Prinzip der Unschuldsvermutung, welche besagt, dass nur nach einem rechtskräftigen Urteil eine solche Behauptung erlaubt ist. Was viele Kommentatoren aber damit inkludiert haben, ist, dass man auch nicht den Satz äußern darf, ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass Rainer eine strafrechtlich relevante Tat begangen hat. Dass diese Äußerung verstößt nicht gegen die Unschuldsvermutung. Denn ich darf diese Überzeugung nicht nur haben, ich darf sie auch äußern. Und überlegt doch einmal, es ist doch auch völlig logisch, ich will euch jetzt nicht mit Gesetzestexten zuballern, überlegt doch einfach mal ein Journalist. Wenn ein Journalist auf diesem Standpunkt stehen würde, dass er noch nicht mal, umso mehr investigativer Journalismus, ne, dass er noch nicht mal diese Annahme äußern darf, aufgrund von Belegen, die er einbringt. Ja, wo wäre denn dann der Journalismus? Dann gäbe es ja keinen Journalismus.
Oder, um es noch drastischer vorzuführen, die Staatsanwaltschaft. Ja, wenn die Staatsanwaltschaft sagt, naja, den habe ich zwar unter Verdacht, aber ich darf ja nicht davon ausgehen, dass ich glaube, der oder die hätte irgendwas getan. Natürlich nicht. Die Staatsanwaltschaft glaubt, ist überzeugt, dass ein Verdächtiger etwas getan hat. Sie ermittelt, sie sucht nach Indizien und Beweisen. Und wenn sie ihrer Meinung nach genug davon gesammelt hat, dann klagt sie ihn an. Und die Anklage selbst ist ja ein Zeugnis davon, dass die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass der oder die etwas Unrechtes getan hat. Und das äußert sie. Und das ist nicht im Antisinne der Unschuldsvermutung. Und genauso ist es bei diesem Falle hier auch. Und ich sage an dieser Stelle, weil ich es darf, ich bin absolut davon überzeugt, dass Rainer diesem Mädchen etwas angetan hat. Etwas, das strafrechtlich, nicht nur moralisch, sondern auch strafrechtlich relevant ist. Ich bin davon überzeugt, ich äußere das hier an dieser Stelle und ich darf das tun. Das ist mit dem deutschen Gesetz durchaus konform. Das hat mir in dieser Diskussion, die dann im Nachklang bei vielen Kommentatoren eben nach diesem Ereignis passiert ist, ein bisschen zu eng ausgelegt worden, sag ich mal. Ich möchte das eben hier zumindest für mich korrigieren und sage, ich glaube, dass es so ist. Ich weiß natürlich nicht genau, was vorgefallen ist, aber ich glaube, es ist dem Mädchen etwas passiert durch Rainer, was dem Mädchen nicht hätte passieren dürfen. Und ich hoffe sehr, dass die Ermittlungsbehörden da einen guten Job machen und das ans Licht bringen. Ich hoffe es nicht nur, weil ich ein Hater bin, sondern ich hoffe es sehr, sehr viel mehr für das Mädchen und für die Familie dieses Mädchens, denn es ist auf der einen Seite schon schlimm genug, dass so etwas passiert ist, aber ich glaube, es macht die Sache noch viel schlimmer und es macht es noch viel schwieriger, das zu verarbeiten, wenn man das überhaupt kann, wenn man die Erfahrung macht, dass diese Tat nicht gesühnt wird. Um dieses Thema eben auch akustisch nochmal aufzugreifen, ja, ich erzähle euch oder ich präsentiere euch hier nichts Neues, aber um meine Äußerungen auch ein bisschen rund zu machen, sind diese Tondokumente dann doch erforderlich. Und wir hören uns jetzt ein Tondokument an, das ihr wahrscheinlich alle kennt. Es geht darum, Rainer wird zur Rede gestellt wegen dieses Ereignisses mit dem Mädchen, welches mit ihrer Mutter ebenfalls in dieser Pension wohnte, muss man sagen, denn diese beiden wohnen dort nicht mehr. Rainer immer noch. Auch das wirft meines Erachtens ein bezeichnendes Licht neben anderen Schlaglichtern, ja, auf dieses Domizil. Ja, nee, jetzt hab ich einfach. Ja, na, weißt du, was geht, oder? Ja, Vorwürfe sind jetzt Stimmen natürlich immer wieder. Aha. Warum bist du aus den anderen Städten, wo du wohnst, hast weggezogen? Bitte? Warum bist du aus den anderen Städten, wo du wohnst, hast Ich bin aus weggezogen? keinen Städten weggezogen, ich bin aus meinem Dorf weggezogen, weil ich von meiner Nachbarschaft aufs Maul gekriegt habe, weil ich von meiner Umgebung aufs Maul gekriegt habe und weil Leute auf mich aufs Maul Warum? gekriegt. Weil Leute Lügen über mich verbreiten und das seit Warum? 12 Jahren. Was für Lügen? Ich habe irgendwann angefangen, mich gegen Rechtsradikalismus auszusprechen. Ich habe angefangen, mich über.
Ich will es gar nicht ins Humoristische ziehen, aber mir drängt sich gerade der Gedanke auf, da steht da Rainer vor so ein paar Glatzen mit Bomberjacken und rechtfertigt seine Ausweisung, seine vielzähligen Ausweisungen aus dem Dorf und aus diversen Hotels, damit, dass er sich gegen Rechtsradikalismus stark gemacht hat. Ob dieses Argument angesichts dieser Verhörerschaft so gut gewählt ist, ich weiß es nicht, Rainer. Ich glaube eher nicht. Pädophile darauf zu sprechen. Und sag mal die Wahrheit, warum? Sag mal die Wahrheit, warum? Das ist die Wahrheit. Warum hast du nur 12 Anzeigen? Ich weiß nicht, ob es 12 waren. Ich habe 5 oder 6 Anzeigen gehabt. Das habe ich vorhin im Zwangsjahr. Warum? Weil Leute über mich erzählt haben, was denn der Fall ist, dass ich angeblich pädophil sei. Und es ist alles im Nichts verlaufen. Und warum ist es nichts verlaufen? Warum hat die Kleine das heute erzählt, dass du sie angefasst hast? Ich habe niemanden angefasst. Warum hat die es erzählt? Weiß doch ich nicht. Wenn wir mal rausgehen. Okay. Ich habe schon. Ja, an dieser Stelle, meine lieben Freundinnen und Freunde, als ich das zum ersten Mal gehört habe, hatte ich so die leise Hoffnung, dass das mit dem Rausgehen, wir wissen ja, was damit gemeint ist, verwirklicht werden würde. Ne? Wir wissen mittlerweile alle, der Rainer hat wieder unglaubliches Glück gehabt und es ist nichts draus geworden. Ne? Aber im Grunde genommen diese Verhörtechnik gar nicht mal so schlecht. Sie lassen ihn gar nicht in seinen üblichen Monolog kommen, sondern haken sofort nach. Warum? 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 Ja, aber wir kennen ja Rainer. Ich habe 15 Leute gleichzeitig Bad gemacht, die mich angegriffen haben ohne Grund. Dann hat niemand irgendwas getan und es wird auch nichts passieren. Ja, Lüth macht der Augen zu beim Reden, ne? Müssen wir nicht sauber. Ja, eine Psychologin haben wir auch dabei. Ne? Wir haben gerade gehört, dass die Dame im Hintergrund sagte, wer lügt, macht die Augen zu beim Lügen. Ah, ja. Hey, das bist du. Alles klar. Also, was erwartet jetzt von mir? Soll ich jetzt was fragen, was nicht stimmt? Nö, du brauchst ja nicht so viel. Ah, gut. Hast du ohne noch mal? Nee. Und warum soll ich denn rausgehen? Weil wir frische Luft haben wollen. Weil wir frische Luft schnappen wollen. Ja, wie gesagt, aus diesem hehren Ansinnen ist leider nichts geworden. Ihr kennt das Video, darum macht es keinen Unterschied, ob ich da jetzt vorgreife oder nicht. Also ich greife jetzt ein bisschen vor und er hat es in, also der männliche Part hat es ja eben auch schon angesprochen. Dass nach meiner Überzeugung, und das darf ich sagen, ich verstoße damit nicht gegen die Unschuldsvermutung, dass nach meiner Überzeugung etwas mit dem Mädchen passiert ist, das ihr nicht hätte passieren dürfen und das von Rainer Winkler ausgegangen ist, ist für mich schon deshalb klar, weil dieses Mädchen und auch ihre Mutter keinerlei Grund hatten, Rainer in diese Situation zu bringen. Und was wäre denn das auch für ein Szenario? Man müsste ja dieses kleine dreijährige Mädchen instrumentalisieren, eine Lüge aufzutischen und diese Lüge dann, wir wissen ja, es ist zur Anzeige gebracht worden, auch noch häufig zu wiederholen. Es gibt ja Polizeiinterviews. Mit Sicherheit wird auch ein Psychologe bemüht worden sein. Mediziner ebenfalls. Und so etwas macht doch niemand. Der
aus welchem Grund auch immer gegen diesen Herrn Winkler etwas aufbauen möchte, welches der Wahrheit nicht entspricht. Also da hätte man sich doch ganz andere Dinge überlegt, aber doch nicht so etwas. Und wenn dieses Mädchen seiner Mutter diese Dinge erzählte, dann gibt es gar, also für mich, korrigiert mich gerne, es gibt gar keinen Spielraum, der, in den sich Rainer flüchten könnte. Diese Sache ist clara et distincta, wie der Lateiner sagen würde. Und es geht letztlich nur noch, und dieses nur müssen wir natürlich in ganz, ganz fette Anführungsstriche setzen. Es geht letztlich nur noch um die Details, um die Einzelheiten. Ich will das gar nicht weiter ausführen, weil ihr wisst, was ich damit meine. Aber dass grundsätzlich dem Mädchen etwas geschehen ist, das Rainer initiiert hat, daran besteht für mich nicht der leiseste Zweifel und, um es nochmal zu sagen, diese Äußerung verstößt in keinster Weise gegen die Unschuldsvermutung. Wer darf gehen? No, ne, so, was gibt's noch? Natürlich. Karten auf dem Tisch. Ja, so okay. Okay. Das ist eine freie Entscheidung. Ich werde seit 10 Jahren von Menschen angegriffen, die meinen zu wissen, was nicht stimmt. Was erst dann Leute, die über mich Sachen erzählen, die nicht stimmen. Es gibt so Videos im Internet von dir selber. Ja, von mir selber gibt es irgendwas Pädophiles. Ne? Und deswegen bin ich auch auf freiem Fuß. Deswegen bin ich auch nie irgendwie vor Gericht gewesen und musste mich für diese Anschuldigungen rechtfertigen. Obwohl die Polizei da war, obwohl sie alle meine Daten mehrfach wiederholt überprüft haben. Erst vor einem Jahr. Ja, ich erzähle euch natürlich nichts Neues. Ich weiß, wir sind kein Anfängerkanal, aber wir wissen ja, was die Staatsanwaltschaft Stuttgart gemacht hat und dann im Anschluss die Staatsanwaltschaft Nürnberg. Das hat er jetzt ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, dass zwar seine Hardware konfisziert wurde, dass sie aber weder von der einen noch von der anderen Staatsanwaltschaft kontrolliert wurde. Es gibt ein Video, vielleicht helft ihr mir, ich habe das vor einiger Zeit gesehen, ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, auf welchem Kanal, da hat der Reactor, da ist ja der Reactor die Anime-Serien durchgegangen, die Rainer so präferiert, und ja, das ist halt latenter Kindermissbrauch sagen wir mal, es ist Futter für die Pädophilen. Ja, und diese Anime-Figuren sind ja im Grunde genommen auch so gestaltet. Sie bedienen dieses Kindchen-Schema, was vor allen Dingen in den überproportionierten Augen zu erkennen ist. Ne? Und dieses Kindchenschema, wenn ich mich davon noch dazu durch ein, wie ich es in meiner Generation nenne, durch einen Zeichentrick aufgeilen lasse, dann ist das sehr bedenklich. Ja? Und ein Mensch, der kein so manifester Narzisst ist wie unser Rainer, würde sich da vielleicht auch Hilfe suchen. Ich möchte es an dieser Stelle einmal ganz klar sagen. Pädophilie ist verachtenswert, aber
nicht an sich. Und ich möchte klarstellen, warum. Es ist grundsätzlich ja eine Neigung, für die der Betroffene nichts kann. Ich möchte nicht mit einem Pädophilen tauschen. Es gibt natürlich den großen Unterschied zwischen einem Pädophilen und einem Pädokriminellen. Der Pädokriminelle lebt diese Neigung aus. Und das ist eine Übeltat, eine Schandtat, die hart bestraft werden muss. Es gibt aber eine Reihe von Pädophilen, die diese Neigungen nicht ausleben. Und darunter gibt es auch einen Anteil derer, die sich da Hilfe suchen. Und dann entweder psychotherapeutisch oder auch medikamentös entgegenwirken. Wie gesagt, für diese Neigung grundsätzlich kann der Mensch ja nichts. Diese Neigungen aber, sagen wir mal, zuzulassen, in sein Leben zu lassen, in seine Fantasie zu lassen, das ist schon der erste Schritt. Und wenn diese Neigungen gefüttert werden, wenn sie einmal im Kopf sitzen und dann weiter gefüttert werden, dann ist natürlich auch der nächste Schritt nur ein kleiner, indem ich dann diese Neigungen auslebe und dadurch, man muss es deutlich sagen, ein Leben zerstöre. Der Pädophile, wenn er dieser Neigung nachgibt, zerstört ein Leben. Dieses Kind, dieser Jugendliche, dieser Erwachsene wird das immer mit sich herumtragen. Und bei Rainer sehe ich alle Schritte erfüllt. Zum einen seine pädophile Neigung, zum anderen dann, dass er das zulässt, indem er sich diesen Fantasien hingibt, natürlich auch schriftlich hingibt. Wir kennen ja diese literarischen Ergüsse im geschmacklosesten Begriff. Und das Vorkommnis mit dem Mädchen ist für mich völlig plausibel. Er hat diese Neigung, diese Fantasien. Sein Narzissmus steht ihm nicht im Wege, ganz im Gegenteil. Er feuert ihn sogar noch an. Dann gab es eine Gelegenheit und diese Gelegenheit hat Rainer genutzt. Das ist meine Überzeugung und die darf ich äußern, ohne gegen die Unschuldsvermutung zu verstoßen. Gibt es aber einen Grund dafür, warum einer immer wieder gegen sowas... Es gibt einen Grund, das ist richtig, weil Leute nicht aufstehen können, weil Leute mich attackieren ohne Grund. Nee, da gibt es auch einen Grund für, warum sowas läuft. Weil ich ihnen auf den Sack gehe, weil ich mein Leben führe, wie ich will, weil ich nicht von jemandem erzählen muss. Ein dreijähriges Kind erzählt doch nicht einfach, weil es dich nicht leiden kann, dass es angepasst hat. Muss ja auch ein Grund geben, warum ein Kind... Es gibt bestimmt auch einen Grund, warum das Kind zu mir kommt und sich mit mir unterhält, mit mir spielen will, zu mir, von sich aus zu mir kommt und mit mir Film gucken will. Ich sitze da, ich mache meine Arbeit und dann steht was das Kind vor der Tür und klopft und will mit mir Film schauen. Ja, aber das Kind erzählt doch nicht einfach so, dass du es angepasst hast. Ja, das ist das, was ich sagte bezüglich der Gelegenheit.
Die Situation an sich ist ja schon irgendwo surreal. Ja. Natürlich kann es sein, man lebt im gleichen Haus, ne? Da ist der fette Onkel Rainer, ne? Der ist vielleicht auch ganz nett so. Und das Kind weiß, ja, der guckt den ganzen Tag Filme oder spielt irgendwelche Kinderdaddelspiele. Und ja, dann geht man vielleicht mal vorbei und klopft und sagt, hast du gerade mal ein bisschen Zeit, können wir ein bisschen spielen oder Filme gucken oder so. Womit ich da ein grundsätzliches Problem habe, ist, dass der Erwachsene auf dieses Angebot eingeht. Ich rede jetzt gar nicht davon, dass man da irgendwelche Hintergedanken hätte, aber ich stelle mir mal vor, da klopft ein Kind an meine Wohnungstür und sagt, wollen wir nicht mal zusammen einen Film gucken? Ich sage, ne, vielleicht bittest du deine Mutter dazu und dann machen wir heute Abend einen Filmabend oder so. Ihr wisst, was ich meine. Also ich käme doch nicht auf die Idee, ein Kind in meine Wohnung zu lassen, um mit ihr einen Film zu gucken oder irgendwelche Daddelspiele zu zocken oder was auch immer. Das ist doch, diese Situation verstehe ich nicht. Ja, wie man das so selbstverständlich äußern kann, naja, das Kind stand vor meiner Tür, wollte einen Film gucken, ja, dann haben wir das halt gemacht. Alleine dieser Punkt ist doch schon eigentlich ein No-Go. Ja? Nochmal gesagt, selbst wenn da gar keine bösen Hintergedanken vorhanden sind, ich muss mir doch als Erwachsener klar machen, dass das nicht geht. Ja, da muss die Mutter oder der Vater dabei sein. Ganz einfach. Oder seht ihr das anders? Oder ich bin ein langjähriger Freund der Familie und unternehme dann irgendwann mal was mit einem kleinen Sohn oder einer kleinen Tochter. So, geh mit deren Zoo oder was. Das ist ja dann auch wieder noch eine andere Schiene, aber doch nicht zu einem Menschen, den man eigentlich gar nicht kennt. Und der andere Mensch kennt das Kind ja dann eigentlich auch nicht. Und warum? Warum? Rainer hat ja hart gearbeitet, wie wir gerade gehört haben. Warum unterbreche ich meine Arbeit und sage, ja, komm rein. Ne? Dann sage ich, hey, ich habe gerade zu tun. Ne? Frag mal deine Mama, wenn wir einen Film gucken möchten, ja, dann seid ihr beide herzlich eingeladen. Ja. Es ist absurd eigentlich. Ich habe das Kind ja angefasst. Ja, warum erzählst du das Kind dann? Ein dreijähriges Kind kennt sowas nicht. Die kann sich sowas nicht ausdenken. Die kann nur das sagen, was er erlebt hat. Ja, ne? Und ein dreijähriges Kind ist... Richtig, und das heißt, dass ich bin schuldig für euch. Ja, Rainer, ja. Ich muss es nochmal sagen, für mich bist du schuldig. Für mich hast du dem Kind etwas angetan, weil dieses Argument vollkommen schlüssig ist. Ein dreijähriges Kind denkt sich so etwas nicht aus. Warum sollte es sich so etwas ausdenken? Und ja, dann bist du für mich schuldig. Wie gesagt, die Details, die müssen noch geklärt werden. Und ich hoffe, dass diese Details nicht allzu, man kann gar nicht sagen, nicht allzu schlimm sind. Vergesst den Satz. Du kannst es uns erklären, wenn man uns erklären könnte. Okay, versuchen wir das Ganze mal auf ein menschliches Niveau zurückzuholen. Ich soll dir was erklären, richtig? Von dem ich nicht weiß, wie es passiert sein soll oder wie das sein soll, dass ich was erklären soll. Ich kann nichts erklären, was ich nicht selbst verstehe. Oder? Oder kann ich dir was erklären, was ich nicht verstehe? Du verstehst vielleicht selber nicht, warum du so bist, wie du bist. Ich verstehe nicht, warum das Kind es gemacht hat.
weil ich dem Kind nichts getan habe. Ein dreijähriges Kind, denkt sich sowas nicht aus. Ja. Ein dreijähriges Kind sagt nicht hier, der hat mir... Ja, und das heißt, das ich sage nach wie vor noch einmal, ich bin schuld, obwohl ich nichts gemacht habe. Nee, nicht obwohl... Nee, Rainer, das heißt im Klartext, du bist meiner Meinung nach schuld, weil du etwas gemacht hast. Nicht, obwohl du nichts gemacht hast, weil du etwas gemacht hast. Denn ganz abgesehen von deiner Lügenhistorie, wenn ich da einen erwachsenen Mann sehe, so einen typischen Insel, der da in seiner Ranzbude hockt und nichts anderes tut als daddeln und fragwürdige Animes zu schauen, und ein Kind, welches 3 Jahre alt ist, und dieses Kind behauptet A und der Insel-Erwachsene behauptet B, dann wüsste ich, wem ich Glauben schenken würde, und zwar bedingungslos. Gemacht hast, du, nein, warte, ich bin schuld für euch, richtig? Ich bin in euren Augen schuldig, richtig? Ja. Ich bin in euren Augen schuldig, richtig? Ja, ja. Ja, mein dreijähriges Kind etwas sagt und nachher sagt es was anderes. Mein Kind, ich habe 2 Kinder. Mein Kind, keins von beiden hat jemals irgendwas in der Richtung gesagt. Ich habe 7 Cousins und alle irgendwo in dem Alter immer gewesen, auf die ich aufgepasst habe, auf die ich Sachen gemacht habe und da nie irgendwas vorgefallen ist. Ja, also wir wissen, dass das gelogen ist. Nie jemand das gesagt, genau. Nie was passieren wird. Und nie was passiert ist. Wenn mir jemand über den Weg läuft, der sowas macht oder gemacht hat oder vorhat, den breche ich sämtliche Knochen einzeln. Ist einfach so. Ja, so geht es uns jetzt auch. Ja, richtig. Ja. Nur, dass ihr jemanden... Ja, genauso wie du ja den ganzen Rechtsradikalen oder Neonazis, die dir über den Weg laufen, jeden Knochen einzeln brichst. Außer du rufst sie als Leibstandarte vor dein Tor. Rest in Peace. Oder du quartierst dich ein. Aber sonst... Ja. Ich noch einen Brecken wollte, der nichts gemacht hat. Der sagt, dass er nichts gemacht hat. Pass mal auf. Wir machen das. Im Klartext ist der Rücken jetzt einfach dazu entschlossen, mir die Knochen zu brechen. Karten auf den Tisch. Karten auf den Tisch, es ist nichts passiert. Unten angefasst? Nein! Hab ich nicht! Schau mich an! Ich wechsle euch doch! Lügner, wenn der Blick wechselst du. Ich mach das nicht, schau dich an, ich hab nichts gemacht. Werde ich auch nicht tun. Martin, ich hab dich die ganze Zeit. Tut genau. Es gibt nichts zu tun, was passiert ist. Heißt ihr alle Döden und Gänse ab? Schau ich ihn an. Ja, das Zittern in des Rainers Stimme zeugt offenkundig davon, dass er sich augenblicklich nicht so ganz auf seinen Roundhouse-Kick verlässt. Ne? Das war auch nicht mehr. Eine Frage. Was macht ihr, wenn hinterher doch rauskommt, was es kommen wird, dass ich nichts gemacht habe? Was macht ihr dann, wenn ihr mir jetzt die Knochen bringt? Meinst du, der hat mir... Das wäre vielleicht sinnvoll, weil dann würde man wissen, was passiert. Dann würde man nachgucken, was passiert. Und dann können wir immer noch die Knochen bringen. Ganz einfach, oder? Ja, die Polizei. Dann machst du das. Ja? Nee, es passiert nichts. Dann ruf die Knochen rein. Mach. Uwe. Mach das, Uwe. Ja, ruf damit du hast. So. Ruf die Cops und dann schau doch, was passiert. Wir werden das sehen, was Sache ist. Morgen wirst du hier weg sein. Und mit all deinen Sachen, du wirst nie wieder. Okay.
Das soll das jetzt nicht sagen sollen. Irgendwann musst du produzieren. Irgendwann, und wir haben Zeit. Wir haben viel Zeit. Nee, weil ich mache das nicht. Ich kann das alles klären, indem du indem du einfach mal dein scheiß Maul aufmachst und einfach deine Sachen morgen packst und hier holst. Ich versuche, wir dich nicht mehr finden. Was soll. Ach, das so. 15, 20 Mal gleichzeitig anzugreifen, mich Platz zu machen. Ich stehe immer noch hier. Nein, jetzt halt einfach deine Klappe. Leute, ich greife mich mit Messern an und mit Schlagstöcken und mit Schusswaffen und ich stehe immer noch hier. Ich lasse mich jetzt von so einer Scheiße gleich machen. Ja, wir machen los. Jetzt verläuft sich das im Sande. Ihr kennt es ja wahrscheinlich. Brechen wir hier an dieser Stelle mal ab. Ich möchte nur noch einmal so mein Unverständnis darüber äußern, dass die Dame mit ihrem Kind diese Pension verlassen hat und Rainer nicht, bis zum heutigen Tage mutmaßlich nicht. Ich verstehe nicht, weshalb. Vielleicht könnt ihr mich da etwas aufklären, aber ich begreife es nicht, weshalb dieser Uwe an diesem Mieter so standhaft festhält. Ein Mieter, der ihm ja offensichtlich nur Ärger einbringt. Ne? Verstehen tue ich es nicht. Aber vielleicht kann einer von euch mir das erklären. Ich möchte aber nun einen von Rainer geäußerten Gedanken noch einmal aufgreifen. Er würde also jedem die Knochen brechen, der da in den Ruch der Pädophilie gelangt ist. Es gibt ja unter anderem ein Winklersches Werk, erotische Kurzgeschichten Band 1. Für 7,99 Euro ist das auf Amazon zu erhalten, untersteht euch. Kapitel 15, die Freundin meiner Tochter. Ja. Es gibt ein Vorwort, meine Güte, dann gibt es ein zweites Vorwort, dann gibt es einen Zusatz und dann gibt es eine Info, bevor es überhaupt losgeht. Die bringe ich euch mal kurz zum Besten. Im Mittelalter war das alles anders, als es heutzutage ist. Beispielsweise war es in der Zeit verboten, außer der Missionarsstellung, noch andere zu praktizieren. Ja, ich frage mich, aus welchem historischen Werk er diese Information genommen hat. Etwas, was ich hier natürlich weder verwenden kann noch will, ist das Alter. Aha, im Mittelalter galt man schon früher als heute erwachsen. Das Erwachsenenalter hatte man als Mädchen bereits mit 12. Aha, als Junge galt man erst ab 14 erwachsen. Okay. Es gab drei Altersgrenzen für Kinder, immer in 7er Schritten. Die letzte also für das Mädchen 12 und für den Jungen 14. Wenn mich meine Mathematik nicht täuscht, wäre das allerdings der zweite der 7er Schritte gewesen. Natürlich, ich paraphrasiere jetzt mal, gab es im Mittelalter Langhäuser. Ne? Alle schliefen also im gleichen Raum und die Generationen auch. Und die Kinder bekamen früher als heute Sex mit und waren dann natürlich auch früher aufgeklärt, das ist ja klar. Und wenn die Kinder früher aufgeklärt wurden, hatten sie natürlich auch früher Sex. Ne? Für uns heutzutage keine angenehme Vorstellung, damals aber vollkommen normal.
Ja, ich frage mich, wenn das für dich, also wenn du dich zu uns inkludierst, wenn das für dich keine angenehme Vorstellung ist, warum schreibst du darüber eine Prosa-Erzählung, die ja deutlich genug eine sexuelle Affinität ausdrückt? Es ist ja schließlich kein wissenschaftlicher Text, der sich mit diesem Phänomen, welches natürlich völlig unsinnig ist, auseinandersetzt. Ja, zumindest unter den ärmeren Familien. Ja, sagt er, ne, da war das Usus. Er fragt, warum erzähle ich es euch? Das Buch handelt doch von Kurzgeschichten und soll nicht lehrreich sein. Ja, lehrreich ist das in keiner einzigen Weise, Rainer. Kapitel 12 wie auch 13 spielen in Epochen, in denen es nicht ungewöhnlich war, dass genau solche Fälle passieren konnten. Natürlich kommt es zu keinen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen. Ich wollte aber, dass jeder versteht und es nicht zu einem empörten Aufschrei kommt. Dieses Buch soll ja keine Pädophilen mit Material versorgen. Es soll vor allem erregend und angenehm sein. Ja, natürlich versorgt dieses Buch keine Pädophilen mit Material. Es ist einzig und allein für dich geschrieben. Ja, du hast dieses Material erschaffen, um dich während der Erschaffung und vielleicht auch nachher durch gelegentliche Lektüre wieder in diese gräußliche Gedankenwelt hineinzuversetzen, die dich offenbar erregt. Dann kommt ein Zusatz, der besonders wichtig ist. Ich selbst finde ja Männer und Frauen ab 40 plus geil. Na klar, ja, darum schreibst du ja auch über Kinder. Und ich habe so einen Satz auch noch nie in einem irgendwie gearteten Vorwort gelesen. Ja, ein weiteres Stück aus dem Schatzkästlein hört ihr jetzt. Ja, ich suche aktuell eine Frau, mit der ich ein, zwei, vielleicht drei Kinder machen kann. Bei Interesse einfach mal melden. Meine lieben Freundinnen und Freunde, ich möchte an dieser Stelle gleich entschuldigend sagen, ich werde mir in diesem Video und auch sonst niemals den Text geben, den er über mit seinem Vater geschrieben hat. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich muss mich da auch ein bisschen selber schützen. Das geht bis zum gewissen Grade, aber es gibt so gewisse Dinge, in die ich mich gedanklich nicht hineinversetzen möchte, weil mir das einfach zu widerwärtig ist. Aber wir möchten, oder ich möchte zum Schluss noch natürlich auch dieses Kommunen-Thema einmal aufgreifen. Ganz kurz noch ein kleiner Schnipsel für euch. Es gab eine Situation, in der eine Situation so war. Es gab mal die Aussage, du hättest, ich hätte mich vor Kindern ausgezogen. Das ist so nie passiert. Es gab eine Situation, in der eine Situation so war. Ja, es gab so eine Situation, in der die Situation so war. Wir kennen ja diese Situation. Kommen wir jetzt, wie gesagt, zum Ende dieser sehr
unschönen Programmpunkte. Rainer hat ja über seine Kommune geschrieben und ein Kapitel handelte von Kinder in der Kommune, Fragezeichen. In einer Kommune, in der FKK und freie Liebe praktiziert wird, ist natürlich auch die Frage, was ist mit Kindern und Jugendlichen? Auch da fällt ja sofort auf, dass das für ihn eigentlich Synonyme sind. Ja, FKK und freie Liebe. Das gehört einfach nicht zusammen. Natürlich gibt es FKK-Kommunen, es gibt auch Kommunen, in der freie Liebe praktiziert wird, aber das eine hat mit dem anderen einfach gar nichts zu tun. Und dass Rainer eine so degenerierte Sexualität hat, die ihn dazu veranlasst, mit Nacktheit automatisch Sex zu verbinden, wirft schon ein sehr gefährliches Licht auf diesen Menschen. Und immer, immer wird das Thema Kinder vorgebracht. Ich meine, oder ich sag's anders, ich möchte hinterher nicht zu denjenigen gehören, die sagen, ja, es ist passiert, wir haben es uns vielleicht auch gedacht, aber. Ne? Und nochmal, diese fucking Unschuldsvermutung, die von vielen Reaktern vorgebracht wird, es gibt sie nicht, nicht so, wie ihr sie auslegt. Und ich sage es noch einmal an dieser Stelle ganz deutlich. Ich halte Rainer nicht nur für einen Pädophilen. Ich bin überzeugt, er ist ein Pädokrimineller. Er hat mindestens einmal ein Kind missbraucht. Wie genau, das wissen wir nicht, das weiß ich nicht, aber ich bin ganz sicher und lasse mich durch nichts davon abbringen, dass Rainer ein Kindesmissbraucher ist und dass er als solcher tätig wurde. Und bei allem, was wir an Rainer nicht mögen oder hassen, dieser Punkt muss, und vielleicht trage ich dazu auch ein bisschen bei durch mein Video, dieser Punkt muss im Mittelpunkt stehen. Es ist doch scheißegal, ob Rainer mal wieder irgendein Konzept angekündigt hat, was er dann nicht umsetzt. Oder Rainer hat wieder einmal, ich glaube jetzt war es das 16. oder 17. Mal, bin mir gar nicht sicher, seinen Rückzug aus dem Internet angekündigt. Ist denn das, ich frage euch, ist denn das wirklich wichtig? Nein, es ist scheiße unwichtig. Dieser Mann hat mindestens einem Kind wehgetan, davon bin ich überzeugt, physisch und wahrscheinlich sehr viel mehr noch seelisch. Und das müssen wir rausstellen. Und ich sag es nochmal, hab da keine Angst. Ihr sagt ja nicht, ich weiß oder er hat das getan. Wenn ihr sagt, ich bin der Überzeugung, dann ist das völlig legitim. Okay, jetzt noch
kurz zur Kommune. Also, in einer Kommune, in der FKK und freie Liebe praktiziert wird, ist natürlich auch die Frage, was ist mit Kindern und Jugendlichen? Ich weiß nicht genau, wie die Regelung mit FKK und Kindern ist. Ja, super. Ich habe Freunde. Ja, und auch in meiner Jugend, da wurde da nicht drüber geredet. Ich habe Freunde und, naja. Aber auch Kinder und Jugendliche durften ganz normal beim FKK, Beispiel am Strand oder See, dabei sein. Letztlich ist das für ein Kind, gerade wenn es damit aufwächst, ja nichts Ungewöhnliches. Ich weiß nicht, wie das gesetzlich geregelt ist. Ich habe mich damit noch nicht so auseinandergesetzt. Würde ich auch machen, ne, bevor ich so einen Text lanciere, am besten gar nicht mit dem Thema vorher auseinandersetzen. Ne. Es gibt ja ähnliche und vergleichbare Kommunen. Nein, die gibt es nicht, Rainer. Also etwas Vergleichbares zu dem, was dir vorschwebt, gibt es sicherlich nicht. Jedenfalls nicht in Deutschland. Gerade im Punkt FKK ist ja See und Strand oder auch Camping jetzt schon nicht ungewöhnlich. Ich kann euch bis jetzt die gesetzlichen Folgen nicht sagen, da ich mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt habe. Warum auch? Ne? Was die freie Liebe angeht, brauche ich mich nicht zu äußern, denke ich. Kinder werden davon ferngehalten, Punkt. Sollte irgendwas in der Art passieren, wird selbstverständlich Polizei informiert und die Person den Behörden übergeben. Außerdem wird die Person auf Lebenszeit aus der Kommune ausgeschlossen. Das sollte sich ohnehin von selbst verstehen. Ja, Rainer, das sollte sich tatsächlich von selbst verstehen und diesen Passus ganz einfach obsolet machen. Darüber schreibt man nicht. Und wenn man darüber schreibt, dann offenbart man dadurch, dass das für einen selbst ein Thema ist. Ein Thema, das im Kopf herumgeht und von dem derjenige natürlich weiß, dass das nicht legitim ist, ja, nicht legal, nicht in irgendeiner Weise ethisch, dass das einfach nicht, absolut nicht praktiziert werden darf. Und dann hat sich dieser Passus erledigt. Dass du diesen Passus schreibst, zeugt nur davon, dass dir genau das im Kopf herumgeht. Ja, dann wird noch etwas über die natürlich notwendige Kinderarbeit gesprochen, selbstverständlich, ne, damit der fette Sack gar nicht erst von seiner Couch aufstehen muss. Schule, das wiederum dürfte ein etwas schwieriger Punkt sein. In Deutschland gilt Schulpflicht. Ja, tatsächlich, Rainer, tatsächlich. Ich selbst habe mit dem Schulsystem aber keine gute Erfahrung. Rainer, das Schulsystem hat mit dir keine gute Erfahrung. Unser Schulsystem hat alles, wenn wir den Kindergarten auch noch mit einbeziehen, hat wirklich alles getan, um aus dir irgendetwas zu machen. Aber deine nachlässige Mutter, dein abwesender Vater und dein zunehmender Narzissmus hat es bewirkt, dass du dich diesem Schulsystem mehr und mehr entzogen hast. Und wenn man in diesem Schulsystem nicht anwesend ist, dann kann das Schulsystem, wie schlecht oder wie gut es auch immer sein mag, sich eben nicht entfalten in diesem Schüler. Du warst kein Schüler, du warst ein Schwänzer. Und das Ergebnis haben wir heute. Ne? Zu allem, wirklich zu allem zu blöde. Ne?
nicht rechnen können, nicht mal die simpelsten Grundrechenarten beherrschen, schreiben, lesen, grausam, Geschichte, Geografie, also alle so diese elementaren Dinge, wovon er gar keine Ahnung hat, aber natürlich zu allem seine Meinung kundtut, wie auch zu den Kindern. Ja, es geht noch ein bisschen weiter. Die Frage ist nur, ob man Kinder in die Schule außerhalb der Kommune schicken muss. Ja, Rainer. Oder ob man, wenn man Leute innerhalb der Gemeinde hat, die unterrichten dürfen, die Gemeinde auch wirklich eine Art kleine Schule hat. Oh fuck. Wie gesagt, die Kinder brauchen auch eine Ausbildung. Die Frage ist, wie das geregelt ist, sowohl gesetzlich als auch schulisch. Also mit Sicherheit wird in deiner Kommune niemand, auch nur annähernd, die Qualifikation und erst recht keine Genehmigung bekommen, die Kinder in einem außerschulischen Betrieb zu unterrichten. Das wird gar nicht der Fall sein und das ist auch gut so. Stellt euch mal Rainer als Lehrer vor. Und weiter. Kommen wir zu einem vielleicht auch interessanten Punkt. Das Leben besteht nicht nur aus Arbeiten. Ich bin der Meinung, man sollte arbeiten, um zu leben, aber nicht ohne zu leben. Oder anders ausgedrückt, die Arbeit sollte nicht den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Natürlich, gerade wenn man auf einem Hof arbeitet, gibt es immer etwas zu tun. Dennoch sollte man sich auch einmal hinsetzen, um etwas zu trinken, zu essen, mit den Kindern zu spielen oder einfach zu entspannen. Ja, verdammt nochmal, wo kommt denn das wohl anders her? Ich frage euch jetzt mal wirklich ernsthaft. Dieser Mann hat keine Kinder. Gott sei's gedankt. Und möge es auf ewig so bleiben. Was hat der denn ständig mit diesem Fokus auf Kinder? Und immer wird es in diesen Kontext Nacktheit hineingerückt. Und wie wir ja zweifellos auch gesehen haben, dieser Kontext Nacktheit steht immer auch im Kontext Sexualität. Ja, und im weiteren Verlauf ist dann von einem Badeweiher die Rede, einer Festwiese, wo man Frühlings- und Herbstfeste feiern kann und Feuerstellen und da kann man dann entspannt zusammensitzen, miteinander reden und andere Dinge machen und die Kinder schauen zu und für die ist das dann ganz natürlich und wenn die Kinder dann an diese Natürlichkeit gewöhnt sind, dann lasst es mich weiter ausführen, lasst mich den Satz zu Ende bringen, den Rainer im Kopf hat, dann werden sie ja wohl auch nichts dagegen haben, sich da mit einzubringen. So, und das war jetzt mein Schlusswort, meine lieben Freundinnen und Freunde. Wie gesagt, dieses Video hat mir keinen Spaß gemacht, aber es war mir ein Anliegen und ich hoffe wirklich, dass man da am Ball bleibt, denn es gibt wirklich wichtigere Dinge als die, wie oft Rainer seinen Rücktritt verkündet hat und wie viel Bärchen gerade wieder am Start sind. Das hier ist gesellschaftlich nun einmal wirklich relevant und da dürfen wir als Hater, finde ich, als allerletzte beiseite stehen, sondern wir müssen das offensiv angehen, dieses Thema. Und ihn zur Rechenschaft ziehen oder zumindest dabei behilflich sein. Und sei es auch nur, indem wir das Bewusstsein wecken und aufrechterhalten. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, meine lieben Freundinnen und Freunde, und vor allem bleibt am Leben. Tschüss, sagt euer Kurzliebhaber Eder.